My name is Bond. James Bond. My instructions were implicit. I was to leave for Jamaica in 2 hours. License to kill. Now you maybe miss it. You don't miss a thing. I decided to accept your invitation. I have to leave immediately. Just as things were getting interesting again. Hallo und willkommen zur Albumrevue. Und weil dies die 7. Folge ist, beschäftigen wir uns auch mit dem passenden Album dazu. Zum ersten Mal ein Soundtrack. Die Rede ist von dem Soundtrack zu James Bond, ja, Dr. No, aus dem Jahr 1963. Von Monty Norman. Und da fangen schon die Probleme an. Mit an Bord ist auch John Barry, der später 11 James Bond Soundtracks komponieren sollte. Doch hier ist keine Erwähnung von ihm. Monty Norman und John Barry sollten in den darauffolgenden Jahrzehnten manch eine Gerichtsschlacht absolvieren, im Streit darüber, wer eigentlich das berühmte James-Bond-Thema komponiert hatte. Vermutlich die bekannteste Filmmusikmelodie, seit es Film gibt, und bis heute ist nicht ganz geklärt, wer sie eigentlich geschrieben hat. Will einer bestreiten, dass wir in einer gänzlich verrückten Zeit leben? Der Soundtrack zu Dr. No ist ein leichtfüßiger Mischmasch aus Jazz und vor allem Calypso. Wer Calypso nicht mag, sollte sich nicht diesen Soundtrack zulegen. Aber es sind auch sehr obskure Tracks auf dieser CD. Zum Beispiel Audio Bongo, ein sehr experimenteller Gitarrentrack, der genauso gut hätte von einer 80er Jahre Post-Punk-Band stammen können. Man vermisst hier klassische Orchesterthemen. Der gesamte Soundtrack besteht nur aus einer kleinen Band, die einfach Jazz und karibische Musik jammt. Was wiederum witzig ist. Es ist auch nicht so viel orchestrale Musik im Film, aber sie ist da. Sie ist nur nie auf dem Soundtrack erschienen. Ich habe mich da umgehört und festgestellt, dass es bei Harkett Records einen relativ kürzlich erschienenen 50 Jahre Jubiläum-Soundtrack von Dr. No gibt, wo 5 Tracks mehr drauf sind und diese dürfen die verschollenen Orchesterpassagen von John Barry beinhalten. Für die Hardcore-Nerds. Der ursprüngliche Soundtrack ist durchaus etwas derivativ zu nennen. Sprich, viele Tracks sind nur Varianten von Jump Up und Kingston Calypso und natürlich Under the Mango Tree. Und dann gibt es eine kleine Überraschung. The Island Speaks ist ein vollkommen durchgeknallter Suspense-Track, der aus einer Bongo-Trommel besteht, die über 3 Minuten lang nur 32 spielt und dazu schlägt ein asiatischer Gong, während Jazz-Gitarren so eine Art Streichersound imitieren. Vollkommen schräg. Such das mal irgendwo heraus, auf YouTube oder so. The Island Speaks. Für Sammler wirklich exotischer Sounds ist das hier ein witziger Leckerbissen. In dem Track passiert auch nichts, aber man kann irgendwie auch nicht abschalten. Außerdem hat der Soundtrack dieses Cover, wo man sehen kann, wie Sean Connery sein Handgelenk gegen Ursula Andress Brust drückt. Sean, this is not what we do. Im Großen und Ganzen ist der Soundtrack zum ersten James Bond Film heute wohl etwas für Sammler. Das Album mutet ein wenig nach einem B-Movie an, was witzig ist, denn Dr. No war in seiner Zeit durch und durch ein Blockbuster. Ich sage immer gerne, dass ein Album zeitlos ist und irgendwie nie altert, bla bla bla. Nun, dieses Album ist gealtert. Es klingt wie eine Zeitkapsel von 1963. Aber es hat 2, 3 witzige Momente, bei denen man unweigerlich die Augenbrauen hebt. Was Sternevergabe betrifft, ich sage mal 3 Sterne. Es ist ja nicht gerade ein Miles Davis Album. Und 3 Sterne ist in meinen Augen solides Gut. Anständiger Durchschnitt. Aber der Soundtrack ist eben wie die Mango, von der dort ständig gesungen wird. Man isst eine Mango und denkt sich, gut, das war jetzt gesund, aber jetzt nicht mehr. Monty Norman und John Barry. Dr. No aus dem Jahr 1963.